Sind wir doch alle mal ganz ehrlich, so wie die dunkle Seite der Macht in Star Wars, sind die Bad Guys in Spielen oftmals viel cooler als die Good Guys. Und deswegen kommen jetzt die Top 10 Assassinen in Spielen, Drinen. Auf Platz 10 haben wir den quasi menschgewordenen Stereotyp des Assassinen. Alter, ihr eben hat nicht nur einen unaussprechlichen Namen, diejenigen, die ihn aussprechen könnten, leben dafür einfach nicht lang genug. Seine Gadgets, sein Geschick und seine Techniken machen ihn zu einem Meister des gezielten Tötens und außerdem, wer ohne Skrupel aus 60 Metern einen Heuwagen springt, der hat echte Eier und sich einen Platz in unseren Top 10 verdient. Ayane aus der Dead or Alive Serie hat's einfach drauf. Ihre Kampftechnik ist mystisch und geht zum Teil über die Grenzen der Physik hinaus. Noch dazu hat sie es von Wut befeuert geschafft, die Anführerin der Hajimon-Sekte zu werden und gilt als eine der kaltblütigsten und stärksten Kämpferinnen überhaupt. Wie sagt man eben so schön? Harte Schale und noch viel härterer Kern. Thane Kraios gilt im Mass Effect-Universum als der vielleicht beste Attentäter der gesamten Galaxie. Seit seinem 6. Lebensjahr wurde er ausgebildet, gezielt zu töten und das tut er mit List, Tücke und seinen biotischen Fähigkeiten. Allerdings ist Thane kein gewissenloser Mörder wie viele seiner Kollegen. Nach jedem Auftrag betet er für die Seelen seiner Opfer und bittet inständig um Vergebung. Corvo Atano ist als ehemaliger Leibwächter und meisterhafter Spion kein typischer Attentäter. Doch als man versucht, ihm den Mord an seiner Kaiserin in die Schuhe zu schieben, dreht er den Spieß um. Corvo wird zum Killer. Killer Corvo? Mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten und seinem einmaligen Umgang mit Schwert und Distanzwaffe gibt es für ihn kaum ein Halten. Egal, ob er ein Dutzend Gegner auf einmal auseinander nimmt oder zum lautlosen Schatten wird. Der Maskenheini hat's einfach drauf. Okay, diese Entscheidung mag etwas unpopulär sein, aber Fenris aus Dragon Age 2 ist durch seinen tief verwurzelten Hass gegen Magier ein wahrer Fanatiker geworden, wenn es darum geht, eben diese zur Strecke zu bringen. Sein Körper ist gezeichnet von Runenzeichen, die aus Experimenten mit Tinte und Lyrium resultieren. Diese verleihen Fenris unmenschliche Kräfte, was er im Kampf eindrucksvoll und mit seinen Zweihandwaffen unter Beweis stellt. Trotzdem quälen ihn diese Male und Fenris leidet jeden Tag seines Lebens schreckliche Qualen. Hier ist er endlich, Agent 47. Er ist als Tötungsmaschine konzipiert und erschaffen worden. Er ist eiskalt und zu 100% diszipliniert. Er tötet Menschen für Geld. Ja, Agent 47 ist der Prototyp eines Auftragskillers und gehört wohl zu den bekanntesten Vertretern seiner Zunft, was die Videospiele-Historie angeht. Gray Fox alias Frank Jäger aus der Metal Gear Reihe wurde im Rahmen des Perfect Soldier Projekts zum absoluten Supersoldaten erzogen. Zudem wurde er durch psychische Experimente all seiner Erinnerungen und seinem eigenen Willen beraubt, was ihn dazu befähigt, ohne Skrupel alles und jeden auf Befehl zu töten. Der perfekte Killer in Form eines Cyborg-Ninjas. HK-47 ist der absolute Badass unter den Druiden. Geschaffen zur Zeit der Jedi-Bürgerkriege und treuer Untergebener von Darth Revan, hat es dieser humanoide Roboter geschafft, zu einem der gefürchtetsten Jedi-Jäger und Killer zu werden, die es je gab. Unzählige Jedi oder abtrünnige Sith hat HK-47 ermordet und da er nicht mit Emotionen zu ringen hat, kann er jeden Auftrag mit absolut kalter Präzision ausführen. Travis Touchdown ist eigentlich ein ganz normaler Nerd, wäre da nicht sein Job als Auftragsmörder, mit dem er seine Kohle für Videospiele und Mangas verdient und ganz nebenbei noch die Rachegefühle für seine toten Eltern kompensieren kann. Mit seinem übermächtigen Beam-Katana verwandelt Travis seine Gegner so schnell in Sashimi mit roter Suppe, dass man fast übersieht, wie einmalig und unglaublich gut seine Kampftechniken sind. Außerdem nimmt er nichts, nicht mal das Leben selbst, wirklich ernst, was ihn in jeder Situation absolut locker und unbeschwert macht. Platz 1, jetzt kommt's. Mega Man! Ja, ihr habt richtig gehört. Der gutmütige blaue Saubermann Mega Man war ursprünglich geplant als die perfekte Tötungsmaschine. Kein Scherz, Dr. Light hat ihn in erster Instanz entwickelt, um als überlegender Cyborg-Soldat gezielt die Gegner des Professors auszulöschen, was ihm auch den Code oder Projektnamen The Original Robotic Assassin einbrachte. Und ganz ehrlich, wer will sich schon mit einem Killer-Cyborg anlegen, der die Fähigkeit seiner Feinde adaptieren kann, sich selbst modifizieren und in jedes computerbasierte Objekt dieser Welt eindringen kann. Richtig, keine Sau. Mega Man, ein absolut perfekter Attentäter. Oh man, that was bad.
Badass! Das waren sie, unsere Top 10 Auftragsmörder, Killer, Assassinen, Attentäter in Ninnen drinnen. Spielen drinnen. In Spielen und Spielinnen. Wir müssen ja heutzutage alles richtig genderfizieren. In Spielogs, glaube ich, dann mit X. Oh je, Spielaten. Spieleritis. Oh Gott, ich habe Spieleritis. Oh Gott, Gott! Why are we so dumb? Why are we so retarded?